Manchmal haben ja so Jubiläen im Leben eines Vereins wirklich eine Initialzündung. Das ist die Peter-Paul-Garde aus Villmar mit Offizieren und Gardisten der Garde in preußischen Uniformen mit hessischem Emblem. Und begleitet wird die Garde von Damen in Biedermeier-Kostümen. Die Bürgergarde der Stadt Weilburg mit dem Spielmannszug der Bürgergarde. Alle in nassauischen Uniformen von 1856. Als 1813 Prinzessin Luise heimgeführt wurde, so nannte man es damals, entstand diese Weilburger Bürgergarde sozusagen als Ehrengarde aus einer langen Tradition der bewaffneten Bürgerschaft heraus. Spielmannszug der Bürgergarde, Blasorchester, Blau-Orange, Frickhofen. Und jetzt gucke ich mal, wo ist der Hauptmann? Der scheint schon irgendwie beim Ministerpräsidenten zu sein. Weil der Hauptmann ist der Einzige, der keine Pickelhaube hat, sondern einen Federbusch. Unsere Kamera sucht den. Da links war der Federbusch, ich habe ihn gerade gesehen. Da kommt er. Der Hauptmann Jörg Schönwetter. Ja. Der ist verantwortlich für das Wetter hier in Wetzlar. Genau. So, dann haben wir ja gleich wieder einen wunderbaren Zeitsprung. Die Laubus Eschbacher. Einmal quer durchs Schwarze Loch. Die zeigen uns, wie die Energiewende geht.